Würde ich auch von jemandem erwarten, der Dark Eater Midir heißt. Blöder Wichser. So. Okay. Dann müssen wir das DLC noch beenden, oder? Ja, so gut wie, ne? Jetzt müssen wir gegen Gwyn kämpfen, beziehungsweise den Nachfolger von Gwyn. Oder jemanden, der von Gwyn verzehrt worden ist. Oder jemand, der den Pfad von Gwyn eingeschlagen hat, aber irrtümlicherweise auf dem Pfad. Na naja, gut, egal, du weißt ja, was ich meine. Also. Oder Darth Vader! Ich habe extra ein Lied vorbereitet, einen Liedtext geschrieben, falls ich verlieren würde. Aber gut, beim nächsten Mal. Ich werde immer sterben in Dark Souls. Kirche von Filianore? Richtig. Fuck, 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 fa, 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 fuck, 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 boy, 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 boy. Oh damn! Weil das ganze Feuerresistenz kann ich weghauen, oder? Ja, ja, du brauchst jetzt Ausdauer, Leben und keine Ahnung, was du als nächstes was du noch brauchst. Fuck! Ne, Lebensring, Life Ring plus 3, Clarity Ring plus 3, and Ring of Favor plus 3. Und den letzten, ja. Also die drei Ringe brauchst du auf jeden Fall, den letzten kannst du dir aussuchen. Welche Ringe? Clarity Ring plus 3, Ring of Favor plus 3, Life Ring plus 3. Warum Life Ring? Weil du jetzt Life brauchst. Yeah! Aber ich hab nur Life Ring 1, also. Achso, okay, dann nicht. So. Und gibt's dann plus 3. Den hab ich nicht. Hä, haben wir den verpasst? Den gab's doch. Life Ring plus 3. Der Lebensring plus 3. Ja, hast du nicht, ne? Muss ich mal gucken, wo man den bekommt, ansonsten. Den bekommt man im DLC, aber wir sind schon dran vorbeigelaufen, glaube ich. Ansonsten bekommst du den von mir, ich hab den nächsten Mal rumliegen. Ja. Wo kommt man denn? Moment, ich muss mal überlegen. Wo legst du dein Zeichen hin? Du gehst jetzt den Aufzug hoch und schaust dir alles an und machst und tust. Okay. Okay, Papi. Ah. Okay. Really miss my nigga. Really miss my nigga. No. Ah. Wo ist die unsichtbare Wand? Hier. Da. Nein. Geh einfach weiter. Hast du diese unsichtbaren Wände? Fast so sehr wie ich Midir hasse! Kleine Schwuchtel. So! Blatt gemacht! So, jetzt müssen wir Filianore töten. Na, da ist ja die Schrulle mit dem Ei. Oh mein Gott. Sieht die süß aus. Hallo, meine Madame. Kennen Sie die Abkürzung Alles nur aus Liebe? Toucher the Embraced Shell. Lass mich raten, sobald ich das Ding anfasse, sagt sie, touch my Embraced Shell. Vor allem wird sie dann wach und das darf sie ja nicht. Ja, wundervoll, jetzt hast du es putt gemacht.
Da kommt so ein Spack mit dem Handtuchkopf und weckt die Göttin auf, die da. Ah, schon witzig. My Lady, euer Hintern ist nicht blau genug, obwohl ihr blaublütig seid. Nach all den Jahren im Koma ist ihr Hintern nicht blau geprügelt worden. Weißt du, was creepy ist an der Sache? Cora guckt mich an und zwinkert mir zu. Oh. Aha. Wie bitte? Aha. Was? Meine Lady, ihr Hintern ist nicht blau genug. Zwinker, zwinker. Dann ändere es. Hier sollte jemand mal Staub saugen. Mein Zeichen liegt am Bonfeuer. Ist das die Zukunft? Das ist die Zukunft. Nein, das ist nicht die Zukunft, das ist die Gegenwart. Das heißt, wir waren in der Vergangenheit. Richtig. Das war ja nur ein Bild, in dem wir sind, und deswegen muss es die Vergangenheit sein, also ein Bild von dem, was es mal war. Richtig, das heißt, wir sind jetzt in der Gegenwart. Oh fuck, und das heißt, sie hat uns aus dem Bild geschleudert oder einfach die Gegenwart in das Bild reingemacht? Ja, siehst du mein Zeichen dort zufällig? Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt schon helfen kann. Okay, du hast es. Okay. Ja, ich sehe es zufällig. Also, was ist jetzt passiert? Okay. Mai! Katana. Katana na. Katana na. Sanbon Sakurai Kageyoshi. Gesundheit. Bah. Ja. Immer diese Chicken Wings. Fühle ihr nur. Help me. Please. The Red Hood is come to eat us. Eat our dark souls. Da möchte jemand die dunklen Seelen essen. Klingt lecker. Was sagtest du, Schatz? Hallo, kann man dir irgendwie helfen? Du, hallo, siehst du mich nicht? Bist du auch behindert? Soll ich ihn hauen? Soll ich ihn jetzt dahin lassen oder nicht? Weil er bewegt sich. Sonst würde ich nicht auf ihn rumpieken. Töte ihn. Gut, follow me. Ich krieg nichts von dem. Tschüss. Nö, du erlöst ihn nur. Hätte es irgendwas gebracht, wenn er weitergegangen wäre? Nö, früher oder später wäre er einfach gestorben. Cool. Und so sieht die Welt von heute aus. Tja, Corona hat dafür gesorgt, dass die Welt voll Asche wird. Erinnerst du dich noch an die Frau, mit der wir geredet haben an der Türe, die gefragt hat nach dem Gott? Ja, das war doch Filianore, oder? Nein, das war nicht Filianore. Ach nee, das war die Speer-Tusi. Genau, das war She-Ra. Genau. Entrusted friend to Media. Ey, warte, da ist jemand. What the fuck? Ah. Weißt du, die redet gleichzeitig, während sie kämpft? Oder, die kann auch noch sowas. Hier hast du das Schwert von deinem Freund in deinem Arsch! Ah, treffe sie auch. And I am the She-Ra, Killer, all night long. I am the She-Ra, Killer, Crucifix of the Mad King. Okay. Hey, du hast dasselbe da, oder? Nee, das ist ein Bogen. Egal. Was hab ich? Was hast du da drin?
Das ist mein Giftzauberstab, mit dem ich diese Krähentypen im Ariandel. Ach, du hast die ganze Zeit das Gift gemacht. Ich dachte, das wäre gegen mich. Ja, nein, das hab ich gemacht. Ach so, ich hab mich schon gewundert. Die kann auch noch Gift. What the fuck? Okay, es macht einiges Sinn. So sieht die Welt aus, mein Sohn, wenn Corona erstmal alle infiziert hat. Ja, sieh sie dir an. Hast du gerade gehustet, mein Sohn? Hast du gerade gehustet, habe ich gefragt. Ey, das ist doch der schwierigste Gegner im Spiel. Oh, fuck. Nee, der schwierigste normale Gegner. Ja, möchte. Du darfst... Ich nehme seine Akku. Hallo, schönen guten Tag. Ich steck dir was in den Arsch. Komm zu mir, lass ihn durch das Zeug laufen. Soll ich mich selbst heilen oder willst du dich heilen? Willst du mich heilen? Heil dich selber. Heil dich doch selber. Du musst halt nur endlich herkommen, er läuft die ganze Zeit. Kann dir nicht helfen, wenn du die ganze Zeit da. Poison! This Poison! Ey, geiles Material! Was? Sa! Ikimashouka! Nein, wir müssen ganz cool laufen, so ganz zeitlupenmäßig. Omaiwa! Imasuge! Shindeimashita! Nani? Okay. So, was wissen wir denn über das DLC alles? Hier sind Leute, die gern rumfappen und Lapdance machen. Dann sind da Engel. Okay. Wir waren im letzten DLC und dort haben wir einen NPC zurückgelassen, der ein Gemälde malen will. Eine neue genau. Welt. So. Sie braucht dafür Dark Soul. Und die Dark Soul befindet sich in diesem DLC. Ist es das dritte DLC oder was? Achso, nee, es gibt ja nur zwei. Es gibt nur zwei. In diesem DLC befindet sich die Hauptstadt von Gale. Nicht von Gale, von Gwyn. Und er hat eine Tochter hier zurückgelassen, ne? Die halt Eier. Oh geil, lass uns sie finden. Die hast du getötet. Geil! Und gleichzeitig hat er einen Nachfahren, der sich erst später zeigt mit der Dark Soul. So, das weite. Oh shit. Das weite verloren wir einen guten. Des Weiteren followen wir einen guten alten Freund aus dem letzten DLC, und zwar Geil. Der muss ja auch irgendwo sein. Mein Gott. Wie lange kann man eine Frau nicht sehen, dass man sich selber Geil nennt? Cutscene bedeutet immer irgendwas Böses. Na, was kommen jetzt für Behinderte? Ich meine, der Drache war auch behindert, der war blind. Blind sein ist nicht gleich behindert, Kerl. Blind ist eine Behinderung. Eine Sehbehinderung. Hm. Selbst wenn du eine Brille trägst, geht das als Behinderung. Das sieht aus wie geil, nur in... Geil. What still here? Du hast da gar nicht so unrecht. Warte mal, wie kann er hier sein, wenn er doch gerade noch draußen war aus dem Gemälde?